Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Wir sind unterwegs mit dem Jahr. Brücke haben wir in der letzten Folge repariert. Hier haben wir jetzt beim Gucken, ob hier ein Weg ist, gleich noch eine Quest entdeckt, die wir einfach mal angenommen haben. Ich hoffe, wir können hier durchfahren. Ich fühle das noch nicht so, aber gucken wir mal. Mit Glück ist das nicht so tief, wie es möglicherweise aussieht. Ah, scheint ganz gut zu gehen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Besser als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Ja, die Aufgabe, wir müssen die Holzplanken transportieren. Oh, die werden sogar nass, sehe ich. Ups. Genau, wir müssen den Scout-Pritschenwagen und die Holzplanken dorthin liefern. Da vorne. Das liegt eh auf dem Weg, wo wir hin wollten. Ich wollte ja den Turm hier aufdecken. Das ist die Richtung. Dann habe ich mir gedacht, nehmen wir den doch einfach direkt mit und die Aufgabe an. Oder umgekehrt, die Aufgabe an und den mit. Kommen wir zwar ein bisschen schlechter durch als ohne Anhänger, aber wir haben dann gleich noch eine weitere Quest erledigt. Haben jetzt schon zwei Brücken repariert. Ja, genau, zwei Brücken haben wir repariert, mehr haben wir noch nicht gemacht. Aber immerhin. Dafür, dass wir noch mitten am Aufdecken sind oder mit dem Aufdecken noch gar nicht richtig angefangen haben, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Windenpunkte. Der Weg ist halt schon sehr, sehr matschig. Kommt mal runter vom Weg hier. In der Hoffnung, dass das hier besser funktioniert. Ah, in der letzten Folge habe ich mich noch so gefreut, dass hier keine Felsen sind. Aber andererseits, hier sind nur kleine, das sind verhältnismäßig kleine Steine. Das geht. Das sind keine so riesigen Brocken wie auf der, was war das, Imada oder wie die Insel hieß. Sowas haben wir hier zum Glück nicht. Die Wege sind schon nicht ohne. Das muss man schon sagen. Die sind absolut nicht ohne. Aber kriegen wir hin. Tanken kann ich noch. Ich habe Sprit dabei. Da sollten wir weitestgehend voll tanken können. Da geht der Weg lang. Wenn ich das richtig sehe. Können wir eventuell hier da über die Steine fahren. Zu steil dürfte das nicht sein eigentlich. Sollte funktionieren. So, hier, das geht zumindest noch, weil der hängt sich, fährt sich nicht so schnell fest an den Steinen. Bei den anderen, die wir da immer hatten, da sind die ja immer aufgesessen und dann ging wieder nichts, weil sie mit allen Rädern in der Luft hingen. Das war mal nicht so. Nicht so der Hit. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier langkommen.
Sehr gut. Tut gut, mal von dieser Imandra-Insel da weg zu sein. Wir werden definitiv den Auftrag noch fertig machen mit dem Flieger. Aber nicht auf die Schnelle. Also nicht so schnell. Das machen wir erstmal hier. Da haben wir noch eine neue Mission. Camping ist schief gelaufen. Muss mal kurz da drauf fahren, dass wir die annehmen können. Oder zeigen. Annehmen können, genau. Es ist eine komische Stadt zu arbeiten, hat da einen Unfall mit dem Wagen gebaut. Du musst helfen, ihn wieder zu reparieren. Gegen eine Belohnung natürlich. Verfolgung starten wir nicht. Aber dann kann ich gerade mal noch nachtanken. Wir haben keinen Sprit mehr. Aus dem Scout. Nein, Gepäckträger, genau. In den Jahr. So. Wo müssen wir denn weiter? Hier hoch, glaube ich, ne? Hier hoch, wenn ich das richtig sehe. Und dann können wir hier auch gleich den Turm aufdecken. Ah, ne, da geht, glaube ich, ein Weg lang. Also könnte. Ich bin mir da nicht so sicher, aber wir müssen definitiv da hoch. Und da müssen wir ja auch hoch, also von dem her das passt. Wo geht's denn da hin? Da kommen wir direkt zum Turm, aber ich glaube, da ist der andere Weg besser. Der ist, glaube ich, besser. Ich hoffe, ich habe genug Sprit. Zur Not muss ich noch mit dem Tankfahrzeug dahin. Da habe ich aber noch nicht so den Bock drauf. Das fühle ich nicht so. Ja, da geht der Weg lang. Ja, da habe ich falsch gesehen, wo der lang gehen könnte. Macht aber nichts. Dann können wir das Gebiet direkt aufdecken. Das ist mega. Das ist ja besser, als ich dachte. Das ist so viel besser, als ich dachte. Das hier ist wohl die Straße, ne? Was das Spiel halt so Straße nennt. Die Richtung ist definitiv falsch. So. Haben wir eine autonome Winde? Ja, haben wir. Bitte wieder hinstellen. Halleluja.
Ja, das müsste gehen. Immer das Risiko, dass wir das Ding da abladen. Was kann ich immer den abladen können? Ich will es aber ehrlich gesagt auch nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Im Idealfall müssen wir das nicht austesten. So, den haben wir schon mal entdeckt. Den haben wir. Frage ist jetzt, wie kommen wir? Neue Mission, da kommen wir wieder runter. Wie kommen wir denn dahin? Ja, also da runter macht, glaube ich, keinen Sinn. Dann komme ich wieder genau da aus. Also müssten wir, wobei kann ich hier drehen? Das ist noch die andere Frage. Wir müssen da dort entlang irgendwie. So die Richtung. Wenn ich denn hier drehen kann. Tendenziell nein. Na gut, ups. Wobei. Mit dem Turm ist ein bisschen doof. Kann ich da? Der Turm ist echt ein bisschen doof. Halt, 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 halt. Das mit der Bremse ist immer gefährlich. Da will ich auf die Bremse gehen und dreht versehentlich aufs Gas, weil er rückwärts fährt. Shit. Wir haben getestet und wir haben verloren. Okay, aber ich muss nicht die Holzplanken abliefern, ich muss den Anhänger abliefern. In erster Linie. Okay, wir können es also wirklich verlieren. Gut. Ist halt so. Dann müssen wir halt nochmal hin und müssen die Holzplanken extra abliefern. Aber da fahren wir dann mit dem Tiger hin. Dann liefern wir den Anhänger jetzt halt ab. Ist ja eine zweigeteilte Aufgabe. Wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich den einfach hier stehen lassen. War ich aber nicht. Jetzt ist es zu spät. Aber ist jetzt auch kein Drama. Wie gesagt, dadurch, dass wir die Quest zweigeteilt haben, wäre es schön gewesen, wenn man das mit einem Schwung hätte machen können. Aber es geht auch so. Einen Tiger haben wir unten stehen. Da müsste ich mal gucken, wo ich Holzplanken laden kann. Also mit dem Tiger vielleicht hier hinfahren. So. Da sind ja schon ein paar Punkte, wo man laden könnte. Ups. Aber ich glaube nichts hier direkt in der Nähe, oder? Ich guck gerade mal.
Nee, nichts in der Nähe. Die Ladepunkte, die wir da sehen, sind alle da hinten. Okay. Gut, liefern wir den Dings ab. Da muss ich hin. Es wäre, wie gesagt, schick gewesen, wenn wir es mit einem Schwung hätten machen können, aber hat nicht sollen sein. Okay, den haben wir abgeliefert. Das ist jetzt wohl meiner. Arroganz. Arroganz, da ist nochmal verlassene Anhänger. Hier kommen wir auch nirgends durch, ne? Gerade mal gucken, ob das Camping schief gelaufen. Ach, da müssen wir hin, okay. Das heißt, den da hochschleppen wir. Das machen wir auch mit dem Tiger am ehesten. Da müsste ich ja hier oder so irgendwo durch, ne? Oder hier hinten dann hoch. Ja, das könnte auch funktionieren. Aber wie gesagt, das ist ein Job für den Tiger. Hier gibt es überhaupt keinen vernünftigen Weg hin, ne? Wer hat sich denn das ausgedacht? Da kann man vielleicht irgendwo lang fahren. So semi. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo durch können oder da irgendwo durch können. Sah aber, wo wir da letztes Mal waren, nicht so danach aus. Tiger haben wir dort stehen. Hier haben wir keinen Ladepunkt. Wir parken den mal hier. Dann würde ich mit dem Tiger und ohne Anhänger weiterfahren. Dann decken wir hier die zwei Türme noch auf. Und das machen wir, wie gesagt, geschickter mit dem Tiger. Dann können wir ja hier oben, glaube ich, besser langfahren. Aber den Anhänger hängen wir ab. Anhänger lösen. Dann gucken wir mal. Hätte ich jetzt einen Kran da dabei, dann könnte ich da noch jetzt einfach hinterherfahren und die Dinger aufladen, aber so eher nicht. Oh, Tankstelle. Ah, das hätte ich mit dem Jahr schon finden müssen. Das wäre mega gewesen. So, einmal voll tanken. Da oben sind Schienen. Ist die Frage, kommen wir da hoch? Tendenziell nein. Ah, doch da. Da kann ich hoch. Dann haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wir da nicht durchs Wasser müssen, sondern hier über den Gleisdamm fahren können. Hä? Ja. Okay. Da hat sich wohl jemand gedacht, dass das die Leute so machen. Und hat sich dann gedacht, ha, euch zeige ich's. Mission Steinschlag. Jetzt nur noch hier über die Schienen drüber kommen. So. Euch zeige ich's, hat er wohl gedacht. Nehmen wir an, Felsbrocken sind auf die Gleise gefallen. Hilf uns, das wieder freizuräumen. Yep. Nehmen wir an, aber machen wir nicht jetzt.
Da müssen wir doch dadurch. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als über die Straße zu fahren. Was sich hier halt so Straße nennt. Aber zumindest dafür ist der Tiger eigentlich recht gut gerüstet. Auspuff oben, große Reifen, Ansaug, Dings weit oben. Wo geht denn die Straße hier lang? Oder wir fahren dann wieder da auf die... Ah ne, da ist er ja. Ich sehe es schon. Da ist sie. Da fahren wir jetzt auch noch hin. Und dann beenden wir die Folge. Das geht ja besser als gedacht. So, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.